Hey und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Full House Challenge. Unsere liebe Olivia, 2 Uhr morgens. Man sitzt mal eben vorm Fernseher um 2 Uhr morgens, ist kein Problem, das macht man so. Ja gut, sie arbeitet sonst ja auch von 20 bis 2, ne? Muss man halt dazu sagen. Dann kann es schon mal passieren, dass man um 2.20 Uhr zu Hause ist und vorm Fernseher sitzt. Weil man noch was isst. So wie sie jetzt gerade. Und dann erst ins Bett geht. Wer weiß. So, ja, gibt es wieder Wäscheprobleme. Wir bringen das mal hier hoch. So, ich finde immer toll, dass sie anstatt richtig schlafen zu gehen, sich da drauflegen. Ob das ganz normal ist. Aber hey, wir sagen dazu nichts. So, unsere super Premium-Porno-Küche, die mittlerweile echt gut geworden ist. Du räumst es jetzt mal auf hier, bitte. Und das auch. Wenn man schon mal dabei ist, ne? Aber ich weiß noch, ich habe mir die ersten Folgen letztens mal angeschaut und wie das hier sich einfach alles verändert hat, ey. Also, ist schon heftig. Also, finde ich gut. Ja. Danach darfst du den Müll mal ausleeren. Ja, so auf Loot-Sammlung brauchen wir, glaube ich, nicht mehr so zu gehen. Mittlerweile passt es ganz gut. Diese Musikanlage, die nervt mich immer, ne? Für eine Party okay, aber sonst, ich packe die immer in Baumodus jetzt hier. Also ins Inventar, also. Das geht mir so auf den Geist. Was haben wir eigentlich gekriegt? Level 7 Restaurantkritiker und Kochband 1 Schwing den Löffel. Weg damit. Weg damit. Ich will natürlich auf jeden Fall den Raum hier verschieben. Das habe ich so geplant, ja. So, und dann lauf mal ein bisschen schneller, Alte. Danach darfst du mal nachdenklich duschen gehen. So inspiriert Wäsche machen. Ich wollte gerade sagen, du räumst das jetzt auf, mein Freund. Dankeschön. Ach, gut erzogene Sims hier. So, ihr guckt schon die Blüte durch. Ganz normal. Wir werden einfach mal die Wäsche in die Waschmaschine stecken. Wir haben ja extra hier alles hingestellt und so, da kann man das ja mal machen. Zumindest auf unserer Etage. Ich glaube, ein höher ist auch voll, ne? Hm. Das passt hier schon sogar gar nicht mehr rein. Doch, jetzt schon, hä? Okay, ich hinterfrage das nicht. Das ist kein Problem. Eigentlich müsste sie ihr Bett nochmal beanspruchen hier, ne? Nachdem wir jetzt extra diese teuren Betten hier gekauft haben für die Sims, damit die sehr schnell alles auf, also das hat ja diese Erholung und Bequemlichkeit und so, alles auf 10. Und damit die ja sehr schnell wieder fit werden nach dem Schlafen. Was geht jetzt? Alte, bring das jetzt in die Waschmaschine. Wehe, die läuft jetzt ein Stockwerk tiefer, ey. Na, da hat sie aber Glück gehabt, die Alte hier. So, Wäsche waschen. Und dann machst du das hier auch mal, bitte. Ja, wäre nichts mehr drin, ne? Flusenfilter rein, den könnte man mal machen. Egal. Machen wir mit dem nächsten Sim. Danach darfst du schlafen gehen. Freu dich, Alte. So. Köchin 8. Das ist alles hier super vorbereitet für sie, ne? Sie ist, glaube ich, ein bisschen dreckig. Nur so eine Idee, dass das so ist. Und was machen wir, wenn wir dreckig sind? Erstmal Yoga. Das ist Entspannung. Okay, ich sag dazu nichts. So, dann ultimative Haushalt. Ach ja, ich erinnere mich. Wir haben ja extra so eine Gruppendings gemacht hier.
Du darfst, wenn du dann aufgestanden bist, den Garten bewässern. Müssen wir irgendwas jäten? Ich glaube nicht, ne? Zumindest müssen wir es schon mal nicht gegen Käfer einsprühen. Das ist schon mal etwas. Essenz des Geschmacks. Frische Köchin. Wegen Abschluss des Bestrebens Meisterköchin. Warum nicht? Frische Köche bereiten stets das hochwertigste Essen zu, das außerdem niemals verdirbt. Oh. Oh. Das wird nicht schlecht. Das. Okay. Gut. Dann Toilette verwenden. Nachdenklich duschen. Und dann kochst du hier einmal alles durch hier. So. Frühstück servieren. Pfannkuchen. Frühstück servieren. Omelette. Ei Benedikt. Nee. Arme Ritter. Und dann sind wir schon voll. Das ist ja geil. Das verdirbt niemals das Essen. Das ist praktisch. Das könnte in echt auch mal so sein. Also, wenn ich eine Pizza habe, dass ich die dann reinschmeiße und die einfach wie sonst auch schmeckt, wäre schon nicht schlecht. So. Ja, dann schlaft er noch mal eine Runde. Und wir müssen jetzt gleich wechseln. Und die Wäsche ist auch fertig. Ich habe gerade dieses Wäschegeräusch da gehört. Ja, Wäsche macht Geräusche. Es ist nicht die Waschmaschine, die sagt, piep, piep, ich bin fertig. Nein, das ist die Wäsche. Meine Nase ist irgendwie ein bisschen belegt. Vielleicht hat man schon gehört. So, meine liebe Phyllis, was machen wir mit dir jetzt? Deinen Raum haben wir ja auch schon aufgewertet. Aber dein Bett noch nicht. Dann ist das unser nächstes Ziel. Wie sieht's denn aus? Ja. Dann würde ich sagen, du gehst mal schnell aufs Örtchen. Darfst dann hier aufräumen. Okay, du gehst dann halt aufs Örtchen, wenn Viktor fertig ist. Ja, das ist echt eine Herausforderung mit dieser einen Toilette und einen Dusche, ey. Ah, hör doch hier nicht auf, während ich trinken will, Mensch. Das stört mich ja ehrlich gesagt immer. Dass die Sachen unterbrochen werden, ey, da kriege ich echt Brechreiz, ne? Also, oh, wir haben ja eine Rechnung von 10.000. Garten, es wird Zeit, dass du Loot für mich hast. Wir haben eine Rechnung offen. Und eigentlich möchte sie auch ein Bett haben, ein neues. Nämlich dieses Ultra-Premium-Bett, was toll ist. So, ich würde sagen, du servierst mal Frühstück. Und zwar ein Obstsalat. Und diesen Kuchen da, den legst du wieder rein. Genau. Genau so. Perfekt. Damien ist zur Arbeit, ja. Super, du hast es kaputt gekriegt, du Lappen, ey. Klasse. Steh doch nicht planlos davor, mach wenigstens die Pfütze weg, ey. Aber nein, er geht jetzt einfach weg. Nachdem er so eine Stunde in die Luft gestarrt hat, kann man mal machen. Jetzt steht doch nicht planlos davor. Ich sag dazu nichts. Die Geekon findet statt. Sehr schön. Sie hat 2 Tage bis zur Arbeit. Ja, ich würde sagen, wir gehen mit ihr doch mal zur Geekon dann. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Kannst du jetzt mal einfach diesen Obstsalat fertig machen? Nachdem du bestimmt die halbe Theke damit jetzt voll gesüfft hast, aber egal. So, Viktor ist zur Arbeit, das ist schön. Ihr müsst jetzt alle fleißig arbeiten. Perfekt. Ist das ihr Ernst, ey? Irgendwie, ständig, wenn ich die sehe, liegt die irgendwie irgendwo und schläft. Ich habe 24 Stunden, um meine Rechnung zu bezahlen. Ja. Habt ihr gehört, meine Sims? Ihr müsst mal ran hier. Ran an den Speck, ran an die Arbeit. Er isst hier auch erstmal Kuchen zum Frühstück. Zuckerfreier Karup-Kokoskuchen. Und das ist Lucien. Gut, wenn er gut schmeckt, würde ich vielleicht auch Kuchen essen. Aber die Wahrscheinlichkeit, er nie. Einfach nein.
So, Alte, Gikon steht an. Wir gehen da jetzt hin. Wir werden jetzt die Welt gewinnen. So, ich werde jetzt hier mal das löschen, sonst ist das nämlich ganz schnell wieder voll bei 8 Sims. Geht ja sehr schnell. So. Du magst Törtchen, wir auch. Ja, Mensch, wer hätte es gedacht? Du suchst eine schnelle Methode, um deine Emotionen zu ändern. Versuche es mit dem Teekocher Teemagie. Ja, nee. So. Was machen wir denn mal? Diesen netten Typen hier. Björn oder Björn, der heißt Björn, nicht Björn. Fällt mir gerade so auf. Hier ist auch noch so einer in dieser Bakoyang. Masato Hasegawa, der uns letztens noch gratuliert hat. Geh mal hier hin. Genau. Machen wir den ultimativen Spieletest. Ich glaube zwar nicht, dass du irgendwie begabt bist, was körperliches Gaming angeht, aber hey. Mal schauen, vielleicht. Wobei, so ein bisschen Videospielfähigkeiten müsste sie ja haben, oder? Level 5. Naja, wer weiß. Gucken wir doch mal. Sie ist aber gescheitert. 30 Punkte, ey, du bist so ein Lappen, ne? Okay, dann werden wir doch mal am Programmiermarathon teilnehmen. Und vielleicht gewinnen wir ja diesen fetten Computer, den wir dann verkaufen können. Lucien ist zur Arbeit, das ist auch schön. Dann mal fleißig arbeiten, mein Freund. Sie hat die Programmierfähigkeit jetzt erworben. Das heißt, sie wird auf jeden Fall total viel Punkte machen. Ich bin mir ganz sicher, dass das so sein wird. Das wird richtig toll laufen hier. So eine Rakete bauen könnte man auch mal, ne? Warum eigentlich nicht? Claudio muss bei der Arbeit sein. Ja, dann sollte er sich mal langsam darauf vorbereiten, losgehen zu können. Oh ja, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich hier mache, aber geil, das sah aus, als ob das funktionieren könnte. Oh, Shop. Phyllis hat 18% abgeschlossen. Wow, ey. Also wunderbar. Bau fortsetzen. Eigentlich müsste sie ja mal aufs Klo, ne? Oh, Scheiße, eine Rakete. Ich habe keine Ahnung, aber ich baue mal mit. Ich werde zwar dann nicht mitfliegen, weil ich genau weiß, dass das nichts wird, aber ich baue. Ist kein Problem. Ich finde das so geil, dass die einfach eine Rakete bauen können, selber und damit in den All fliegen. Der erste Preis geht an Penny Gammelfrau. Die werden wir mal schnell umbringen. Gibt's hier nicht mal, wer irgendwie zweiter und dritter Preis geworden ist? Aber ich habe auch kein Geldgeräusch gehört. So, jetzt nachdem wir da endlich mal auf Toilette waren. In der Karaoke-Bar ist Happy Hour. Mensch, toll. So, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache, aber ich stehe mal ein bisschen hier. Wow. Spätestens jetzt würde ich da schon nicht mal einsteigen. Das ist so geil mit dieser Raumfahrttechnik, ey. Mensch. Man hat sie gleich Level 1 erreicht. Nee, Level 2 sogar. Sie kann jetzt schneller bauen und verbessern. Verbessere mal die Rakete, dass man damit auch wirklich fliegen könnte. Hier, die Ständer sind schon weg, aber die Poster bleiben noch. Ich frage mich ja, wenn wir mit der Rakete ins All fliegen und die dann einfach weg ist, ob unser Sim dann auch weg ist. Das würde mich mal interessieren. Das würde ich gerne mal wissen. Ich möchte es jetzt nicht ausprobieren. Also man könnte ja vorher speichern und ihn dann da reinschicken und losschicken. Aber ich will es nicht riskieren eigentlich. Aber irgendwann probier es mal aus.
War ich in einer anderen Familie, wo ich irgendein Kind nicht haben will oder so, dann stecke ich das Kind in die Rakete. Ja, geh mal erkunden, das Ei. Das Festival endet zwar in einer halben Stunde, aber geh mal los, das schaffst du noch. Wir sind richtig nett zu unseren Kindern, ich weiß. So wurde sich um den Garten gekümmert? Natürlich nicht. Hat sie ihren Rhythmus hier noch drin? Nein, hat sie nicht. Ja, super. Dann. Ja, alles klar, der Chef von. Nein, die machen nicht blau. Die Leute fangen jetzt an, hier sauber zu machen und alles. Und wir müssen, glaube ich, doch mal die Umgebung leerräumen. Victor stinkt ein bisschen, das ist kein Problem. Weil sonst wird unser Strom gleich abgestellt hier. Das wäre jetzt nicht so das Optimalste, glaube ich. Nur so eine Idee, dass das nicht toll sein könnte, wenn der Strom abgestellt wird. So, wenn wir dann hier ein bisschen was mitnehmen aus der Natur. Ich würde das auch gern machen, hier Sachen irgendwo einstecken und die dann verkaufen. Schon geil. Oh, ernten. Noch mal ernten, kann man ja mal machen. Zwiebeln. Lecker. So, der Strawberry-Strauch da hinten. Dann das hier vorne. Ja, gewöhnliche Auftritte sind toll. Genau wie gewöhnliche Fans. Doch dann werden die Fans von Claudio unruhig, als eine Gruppe auf dem Tisch tanzender Mädchen an drei Abenden drei Tische zerbrechen. Hä, was? Ach, das soll ein Komma sein. Fordert der Geschäftsführer des Clubs Claudio auf, die Sache entweder unter Kontrolle zu bringen oder die Bühne zu verlassen. Wird er seine Fans konfrontieren oder die Party an einem anderen Ort fortsetzen? Wir reden mal mit den Fans. Irgendwo sollte geschrieben stehen, dass man sich nie mit der Obrigkeit gegen seine eigenen Fans verbünden darf. Ups. Die Fans von Claudio stürmen aus dem Gebäude und ruinieren seinen Ruf in jedem Forum und in jedem sozialen Netzwerk, das ihnen einfällt. Warum werden Fans nur so wütend? Oh, Fans sind das Schlimmste überhaupt hier. Nicht, dass ich hier Videos mache und sie auf YouTube hochlade und okay, es guckt zwar keiner zu, aber für den unwahrscheinlichen Fall, dass das mal passiert, dass sich Leute hier das angucken. Fans, nee. Schlimme Leute hier, die Fans. So. Eine Zwiebelpflanze wild. Phyllis hat einen super grünen Daumen. Ja, das ist toll für Phyllis. Die arbeiten fleißig, oder? Nee, er noch nicht. So. Machen wir doch mal auf schnell, damit die Alte auch hinterherkommt. Warte mal, hier irgendwo in der Mitte stand auch noch so eine Blume, ne? Oder auch nicht. Egal. Egal, egal, egal. Leute, ich habe hier die Arbeits-AG an und die tanzt vorm Spiegel und hier macht keiner den Garten. Leute, das geht so nicht. Bewässern. Aber immerhin ist jetzt aufgeräumt, ne? Oh. Das ist auch die falsche Gruppe. Da. Nein, wir machen nicht blau. So, sie bewässert jetzt einfach mal mit. So, die ultimative Haushalts-AG fängt dann mal an. Ein bisschen Geld haben wir gemacht, aber ich glaube nicht, dass das irgendwie reichen wird, um die 10.000 zu bezahlen. Da fehlt uns doch so die Hälfte. Sag mal, Claire, was machst du denn da, ey? Meine Herren. Immerhin kommen jetzt die Leute und gießen die Blumen. Immerhin. So. Für diese Folge war es das dann aber auch.
Danke, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.